Liebe Zuschauer, wir stehen hier auf der Heidecksburg in Rudolstadt, denn wir sind verabredet mit Uwe Mempel. Uwe Mempel ist verantwortlich für tolle Konzerte hier auf dem Hof der Heidecksburg. Und wir wollen einmal hören, was uns dieses Jahr im Jahr 2022 hier oben erwartet. Ich freue mich, Uwe Mempel, dass wir uns hier wieder treffen. Nicht das erste Mal, denn es ist endlich wieder soweit, Konzertsommer hier auf der Heidecksburg. Ich habe schon gehört, wieder ganz tolle Künstler im Gepäck. Ja, war ein langer Prozess diesmal. Er hat sich halt über 3 Jahre gezögert. Durch die Pause war es natürlich extrem schwierig, Künstler fest zu buchen und auch zu behalten. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren und in 7 Wochen ist es soweit. Ja, und wer wird denn hier nach Rudolstadt kommen und wird hier richtig Musik auf die Ohren machen für unsere Besucher? Also Freitag geht's los mit Mike Singer und Pedro Lombardi. Samstag dann Mia aus Berlin, auch eine Band, die es schon seit über 20 Jahren gibt. Und Sonntag dann Max Giesinger als krönenden Abschluss. Natürlich sind so 3 Konzerte nicht ohne. Viel Personal, viel Organisation. Ihr hattet eine lange Pause. Seid ihr schon wieder so auf Hochtouren, dass ihr sagt, wir können alles abfedern, es läuft alles? Ja, das Material war ja alles beschafft. Personal hat sich natürlich einiges geändert. Das ist überall so zur Zeit, dass ein Personalmangel besteht. Bei uns läuft es gut. Es ist jetzt noch keine Engpässe zu erwarten. Und wir hoffen mal, dass das in den nächsten Wochen so bleibt und auch keine weiteren Einschränkungen uns da wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Ansonsten sollte es eigentlich so funktionieren. Wir sind im Plan. Werbung geht ein bisschen spät los dieses Jahr, aber sonst läuft eigentlich mit allen Lieferanten, sind die Verträge fertig und sollte eigentlich nichts schief gehen. Der Kartenvorverkauf, liebe Zuschauer, hat natürlich schon begonnen vom 29. bis zum 31. Juli für die Veranstaltung hier oben auf der Heidecksburg. Wo kann man Karten überall erwerben? Nur mal ein paar Geschäftsstellen. Also online in allen üblichen Ticketshops und hier in der Gegend, in allen Touristinformationen, die Sparkasse, Stadthalle bei Blankenburg, Bürgerbüro, also die gleichen Ticketsverkaufsstellen wie für alle anderen Konzerte auch. Also ich glaube, liebe Zuschauer, es lohnt sich hier hoch auf die Heidecksburg zu kommen und auch wir vom Saale-Info-Kanal verlosen natürlich wie in jedem Jahr auch wieder Karten zu diesen hochkarätischen Konzerten. Mir bleibt nur zu wünschen, dass der Wettergott mitspielt, den habt ihr verdient nach 2 Jahren Pause. Also Sonne, 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 ganz, ganz viele Besucher, natürlich eine tolle Mucke hier oben auf der Heidecksburg. Ich drücke euch wahnsinnig den Daumen und da draußen natürlich alle mit. Also toi, 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 Herr Mempel, und dass Sie sich heute Zeit genommen haben für mich. Vielen, vielen Dank und wir begrüßen Sie dann hier oben auf der Heidecksburg. Bis dann, tschüss.